Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys. Heute werfe ich mit euch einen Blick in die Schachtel vom GATT67B von S-Modell. Und wie immer, bevor wir reingucken, erst nochmal ganz kurz ein paar Infos zum Original. Das sieht schon verdächtig aus wie ein Jeep. Also der gute klassische Willys MB Jeep von den Amis und Briten im Zweiten Weltkrieg, von dem auch, ich glaube, einige hunderttausend sogar an die Sowjetunion geliefert worden sind. Und die Sowjets hatten irgendwann quasi ihre eigene Version, ihren eigenen Jeep. Und das war der GATT67, der allerdings auf dem älteren GATT64 basierte. Der ebenfalls schon ein Geländewagen war, wenn ich mich nicht irre. Und der GATT67B ist jetzt wiederum nochmal eine leicht modernisierte Variante mit verbesserter Mechanik irgendwie vom ursprünglichen GATT67. Der ursprüngliche GATT67 war ab September 1943 in Produktion und der GATT67B ab Januar 1944. Inwiefern jetzt diese mechanischen Veränderungen zwischen den beiden Versionen irgendwie von außen sichtbar sind, also jetzt zum Beispiel bei dem Modell eben, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Also wahrscheinlich kann man das Modell für beides benutzen. Ich denke mal, die Änderungen sind minimal. Gut, soviel zum Original. Kommen wir zum Modell. Die Firma S-Modell aus China, wenn ich mich nicht irre, ist seit ein paar Jahren am Markt und bietet so quasi Fast-Assembly-Kits an. Da steht hier Quick-Build. Typisch für Fast-Assembly-Kits ist, dass mehrere Modelle in einer Schachtel sind. Bei S-Modell sind das immer zwei, also 1 plus 1. Man hätte auch drauf schreiben können, zwei Kits oder sowas. Wie auch immer. Vorne drauf ist bei S-Modell immer so eine ganz einfache Seitenansicht. Ganz schlicht koloriert. Finde ich aber gar nicht mal schlecht, das Design. An den Seiten haben wir übliche Infos. Hinten drauf haben wir Bemalinfos. In der Vierseitenansicht. Und dann schauen wir mal rein. Karton wird an der Seite geöffnet, ist also leider kein Stülpkarton. Und da drin finden wir dann zwei Spritzlinge, eine kurze Anleitung, ein paar Foto-Ätzteile und Decals. Und da schauen wir uns alles jetzt noch im Detail an. Werfen wir als erstes mal einen Blick in die Anleitung. Man braucht Farben, guter Hinweis. Erst recht für Kinder ab 8. Das Ganze fängt mit der Fahrwerksmontage an, ganz klassisch. Aber aus sehr wenig Teilen bestehend, obwohl es relativ detailliert ist. Wie detailliert, das sehen wir gleich, wenn wir uns die Spritzlinge angucken. Dann ein bisschen Innenraum. Und hier oben schon der Innenraum mit den Sitzbänken und hier dann noch Lenkrad, Reserverad und Auspuff wahrscheinlich. Motorhaube, Armaturenbrett. Und das Fenster vorne. Mir fällt gerade nicht ein, wie das Ding heißt, aber ist auch egal. Das Fenster. Noch ein bisschen Kleinkrams außen dran. Das sind dann vor allem die Foto-Ätzteile für die Werkzeuge und Abschlepphaken und sowas. Und fertig ist die Kiste. Aufkleber drauf, eine kleine Nummer und ein Sternchen. Hier nochmal Bemalungshinweise in farbig. Und damit hat sich die Sache. Also durchaus ein Fast Assembly Kit. Dann schauen wir uns jetzt mal den Gussrahmen an. Also der ist, wie gesagt, genau in derselben Ausführung doppelt vorhanden. Zweimal dasselbe Modell. Und da sehen wir schon hier zum Beispiel auch in den Falten, in den Sitzbänken und so weiter. Das ist wirklich eine ziemlich gute Detaillierung. Auch hier diese Fahrwerkskomponenten. Das sind alles sehr filigrane Bauteile. Also als achtjähriges Kind muss man da echt... ob der das so aus dem Rahmen getrennt kriegt, ohne dass das zerbröselt, ist die Frage. Nur das Reifenprofil ist okay. Natürlich, dadurch, dass es eine zweiteilige Form ist, fehlt es ein bisschen auf der Lauffläche selbst. Aber das ist ein verschmerzbarer Kompromiss. Typisch für den GATT übrigens, wenn man jetzt nach Unterscheidungskriterien sucht zum Jeep, sind diese komischen Lüfter hier oben auf der Motorhaube. Ich glaube, es sind Lüfter, ich weiß es nicht. Also das ist für mich zumindest immer so ein typisches Unterscheidungskriterium. Schauen wir uns die Teile mal von der Unterseite an. Da ist nicht viel zu sehen. Hier sind die Details vom Kühlergrill. Ja, das macht alles soweit einen soliden, aber angenehm simplen Eindruck. Gucken wir uns mal ein paar Details noch genauer an. Na, hier die Räder. Kann man nicht meckern, das ist schon fein wiedergegeben.
Armaturenbrett. Das ist relativ schlicht, aber wahrscheinlich war es auch so im Original. Innenraum vom Fahrzeug, da ist jetzt auch nicht viel dran. Aber das meiste wird dann ja eh durch Sitzbänke und so weiter verdeckt. Hier haben wir diese... Ja... Ich bin jetzt kein Kfz-Mechaniker, ich kenne mich nicht aus mit dem Scheiß, diese Antriebsstrang-Geschichten, da... Ne? Das Gedönse von unterm Fahrzeug eben, der Detailkram. Und hier der eigentliche Fahrzeugrahmen mit den Blattfedern. Das sieht alles soweit schnaffte aus. Hier haben wir dann noch die Ätzteile. Das Bordwerkzeug doppelt für beide Fahrzeuge in dem einen Gussrahmen. Also nicht Gussrahmen, der einen Ätzplatine hier. Und noch jede Menge Haken und irgendwelche Befestigungsdinger in der anderen. Auch für beide Modelle dann. Ich finde ganz gut, dass das immer auf so ein Stück Pappe geklebt ist. Ist auch noch hier so eine Schutzfolie beidseitig auf dem Foto-Ätzteil. Also es ist alles in hochwertiger Qualität. Und hier noch die Decals. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gut sehen kann. Die weiße Schrift aus diesem hellen Blau ist natürlich sehr schwer zu erkennen. So ein bisschen Kippe sieht man es vielleicht. Wir haben auf jeden Fall 6 rote Sterne, obwohl wir nur 4 brauchen für die 2 Fahrzeuge. Hier nochmal Zahlen von 1 bis 9, von 0 bis 9 doppelt und hier unten nochmal 2 verschiedene Kennziffern, sodass wir auch beiden Fahrzeugen unterschiedliche Kennziffern zuweisen können oder halt eben sogar ganz individuell passende mit denen da oben. So, also alles in allem, schöner Bausatz, auf den ich mich schon freue. Und den so bisher am Markt auch noch nicht wirklich gegeben hat. Ich glaube, es gibt noch ein 1.72 GATS 67 von Svezda. Das ist aber, glaube ich, zum Teil ein Resin-Modell. Das ist jetzt nicht so spaßig in der Verarbeitung. Und da freue ich mich doch sehr über dieses S-Modell, über diesen S-Modell-Bausatz. Das ist eine willkommene Ergänzung zu meinen sowjetischen Truppen, denn diese kleinen Jeep-Fahrzeuge habe ich bisher noch gar nicht für meine Sowjets. Da habe ich nur LKW. Klar kann man die auch mit Fug und Recht mit Land-Lease-Jeeps ausstatten. Von denen hatten sie, glaube ich, sogar mehr als von diesen hier. Wie gesagt, ich glaube, die haben mehrere hunderttausend Stück geliefert bekommen. Wer da Zahlen hat, gerne in die Kommentare. Ansonsten habe ich es vielleicht bis dahin auch nochmal recherchiert und blende es im Video ein. Während von denen hier, glaube ich, so um die 90.000 Stück gebaut worden sind, von 44 bis 53, glaube ich. Also 1944 bis 1953. Also im Zweiten Weltkrieg war es in der Sowjetunion wahrscheinlicher, einen amerikanischen Jeep zu treffen, als einen sowjetischen GATS 67. Trotzdem, ich mag das Fahrzeug. So, das soll es dann aber auch soweit gewesen sein von mir. Passt auf euch auf, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.